Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge Terraria. Ich versuche es mal wieder Terraria, weil ich habe irgendwie ist jetzt gerade mein Terraria-Projekt nicht so gut gewesen. Und deswegen möchte ich gerne nochmal sozusagen das machen und versuchen diesmal besser. Und das ist halt nicht normal Terraria, falls ihr das denkt. Ich habe auf Expert gemacht. Das heißt, ich starte von Expert. Ich benutze natürlich nicht meinen guten Account. Und werde einfach auf Expert starten und versuchen, Terraria durchzuspielen auf Expert. Von Anfang an. Das sehr schwer wird. Sehr, sehr schwer wird. Ich habe jedenfalls nie Moonlord, selbst wenn meinen guten Account auf Expert-Account besiegt. Also könnte interessant werden. Auf jeden Fall. Jedenfalls, wie gesagt, möchte Raya und ihr seht dann wahrscheinlich eine Timelapse, weil ich muss jetzt was suchen, was ich auf jeden Fall brauche. Erstens neue Herzen. Und zweitens. Jedenfalls, war da mit dem Kampf. Also, erstens brauche ich eine Waffe, eine spezielle Waffe, damit ich weiterkomme. Das ist das Eisschwert. Das kennt jeder, das sollte man sich am Anfang immer holen. Und mit dem Kuba kann ich vielleicht noch ein bisschen was anfangen. Was ich auch noch brauche, ist ein Langschwert. Das werde ich mir jetzt machen. Schon lange nicht mehr Terraria spielt. Aber ich kenne mich noch so gut wie möglich mit der Tastatur aus. Ich stelle mir schon gleich. Direkt sterben. Das möchte ich immer jetzt dann eher vermeiden. Aber das Signal liegt in meiner Hand. Ach, ich nehme mal eine komplette Holzrüstung. Das ist totaler Schrott. Aber hey, Rüstung ist Rüstung. Holzschwert 7, das macht. Wow. Das Holzschwert ist besser. Zack. Und. Uhu, 3 Abwehr. Perfekt. Oh, ich brauche noch Glibber. Falls ihr euch fragt, wofür. Ihr wisst es vielleicht. Wer kann es sich schon decken? Genau. Fackeln, damit ihr was sehen könnt. Ihr wollt ja auch was sehen können. Boah, der legt mich auch am Arsch. Mann, selbst Schleims können mich besiegen. Ich freue mich schon, wenn ich dieses Dreckschwert habe. Damit kann ich euch easy besiegen. So, da hinten ist noch ein bisschen Kupfer. Ich möchte mein Kupferlock-Breitschwert machen. Ups. Vergessen. Picker. Geht nicht mit Holz abbauen. Doch wie gesagt, ihr seht jetzt eine Timelapse, bis ich das Eisschwert gefunden habe. Vielleicht wird die extrem schnell sein, weil ihr könnt euch vorstellen, das Eisschwert ist ziemlich selten. Und mit ziemlich selten meine ich ziemlich selten. Autsch. Noch 13 HP, ja, ganz toll. Erstens muss ich das Eisbiom finden. Das wird auch erstmal witzig. Dann bis gleich.
Leute, ich gehe jetzt mir eine andere Höhle suchen. Es ist einfach nur die Höhle Schrott. Warte. Ach Mann. Ich wollte drunter durchspringen. Hat nicht gut funktioniert. Ah. Das ist eine viel bessere Höhle. Dachte ich hier schon, dass hier irgendwo eine bessere Höhle ist. Ja, viel besser. Jedenfalls, also ich wollte jetzt noch ein bisschen reden, weil es geht noch etwas. Weil ich wollte vielleicht versuchen, Terraria zu streamen. Falls es funktioniert, ob mein Internet das aushält. Keine Ahnung, ob das Internet, also mein Internet das aushält. Ich möchte es gerne mal ausprobieren. Wenn es funktioniert, werde ich auf jeden Fall einen Terraria-Stream bringen, wo wir wahrscheinlich noch Farm erledigt oder Hausbau. Weil ich kann da jetzt keine Bosse machen oder nur welche Bosse, die ich schon mal gemacht habe, nochmal zu machen. Das könnte ich machen. Auf jeden Fall, wahrscheinlich am Ende jedes Streams kommt nochmal ein Bossfight. Könnte interessant werden. Welcher Boss, den könnt ihr dann in den Terraria-Chat oder in den Chat schreiben. Welchen Stream oder welchen Boss wir in diesem Stream besiegen. Das, wie gesagt, jedem seins, aber natürlich keine Bosse, die wir noch nicht gemacht haben, weil das wäre ja unfair, wenn man die nur bei Streams sehen würde. Da müsste man ja immer die Streams nachgucken. Ich habe keine Lust, von Monster gestört zu werden. Ja. So, dürfen nicht durchkommen. Was hat er da in der Hand? Seht ihr das auch? Seit wann haben Zombies was in der Hand? Oder ist mir das einfach noch nie aufgefallen? Na, hallo? Hallo? Na du? Ich glaube, er kann mich nicht hitzen. Perfekt. Ja, ist eine schlaue Idee. Jo, der kann mich hitten. Was hat der denn für eine Range-Hack? Ja moin. Ich gehe wieder. Ich zieh durch. Nichts. Oh Gott, ich habe noch so wenig HP. Später hat man dann irgendwann so 500 Herzen. Und so eine gute Rüstung, dass diese Zombies One-Hit-Sized sind. Aber am Anfang ist das immer schwer. Oh, fackeln. Zubauen direkt. Zubauen. Willst du mich verarschen? Du sollst da unten zubauen, nicht hier. Da oben meine ich. Nicht da unten. Oh, manchmal hasse ich diesen Modus. Aber fürs Abbauen ist ganz praktisch. Nein, das wird dieses. Ja, perfekt. Perfekt. Der Range Hack macht mir Angst. Mit meinen Typen. Ich gehe runter. Ich hab keine Lust auf den Kampf. Ich zieh durch. Kenn ich nichts. Jedenfalls, wie gesagt, da versuche ich ein Stream-Projekt. Jedenfalls ist das Projekt zu streamen. Und jetzt weiß ich nicht, worüber ich reden soll, weil mir die Ideen ausgehen. Und ihr werdet wieder einen Timelapse sehen. Weil ich habe eigentlich vor, diese Folge das Schwert zu finden. Falls es nicht passiert, dann wird es nächste Folge passieren. Wir sehen es ja. Oder ich mache einen Stream. Hättet ihr Lust schon? Es ist ja rein theoretisch Ferien. Soll ich morgen streamen? Das kommt nämlich erst am Mittwoch. Nee, kann ich nicht. Ich könnte morgen die Folge rein theoretisch noch rausbringen, aber... Ich habe ja schon morgen eine Folge, die kommt. Das ja, also falls ihr es nicht wisst, ich nehme es am Montag auf. Das heißt, eigentlich kommt morgen Terraria, sag ich schon. Ich rede von Fortnite. Ob ich dann die Fortnite-Folge um einen Tag verschiebe, das werdet ihr dann in der Folge hören, dass ich die um einen Tag verschiebe. An die Zeit, das heißt, falls das gut ankommt. Also ich werde glaube ich wechseln und dann auch morgen sogar streamen. Das heißt am Dienstag, direkt nach, wenn morgens diese Folge online kommt, werde ich streamen. Ihr habt's gehört. Ob es funktioniert, das ist ja wieder die andere Frage. Ich hasse Zombies. Die sind einfach noch so OP, wenn man so... Ja, nein, er ist gesprungen. Fuck, er hat mich outplayed. Ich hasse es, Logo zu haben bei Terraria. Oh Mann! Scheißbock. Ja, genau. Ich hasse Zombies. So schlimm am Anfang. Dieses Zombie-Gedöns.
Das ist am Anfang noch so schlimm. Na, das wird sich noch ändern. Spätestens nachdem ich das Eisschwert habe. Oh, das könnte ich sogar wirklich brauchen. Sternschnuppen, die brauche ich auch. Oh nein. Oh nein, die Augen. Die Augen. Hilfe. Hilfe. Scheiße. Mann. Ich hasse den Anfang. Der ist so schlimm. Das ist richtig Expert, merke ich gerade. Ich habe das Gefühl, die sind alle stärker geworden, diese Monster. Ins Wasser. Da krieg ich nämlich nicht. Kriegst du mich nie. Oh, am Anfang ist das so schlimm. Und. Oh. Nein. Oh, fuck. Ich bin tot. Ja. Yeah. Ich hasse diese Augen. Ich habe sie schon immer gehasst. Das heißt, ich kann die nicht mal bekämpfen, falls ihr denkt so, du kannst sie doch bekämpfen, töte sie mit deinem Schwert. Ihr wisst nicht, wie viele Hits ich dann bräuchte um diesen Dreck. Ich mache ja nur 2 HP Schaden. Wie viele haben die? 50? Könnt ihr das hinhauen? 25 Schläge. Vielleicht sogar 100 HP haben die, das heißt 50 Schläge. Ich hole mich einfach rüber. Nö, hat nicht gut funktioniert, sage ich dazu nur. Das Rüberbauen hat perfekt funktioniert, muss ich sagen. Das war die beste Idee, die ich je hatte. Und hopp, natürlich erwischt er mich. Fuck you. Ich zieh durch. Now I can't stand the pain. How could this happen to me? I made my mistakes. Got nowhere to run. The night goes on as I'm fading away. I'm sick of this life. I just wanna scream. How could this happen to me? Ja, mit dem Holzschwert kann man wohl schlecht was anfangen. Da werde ich jetzt noch ein paar Mal sterben. Ja, die erste Folge ist immer witzig. Sehr witzig. Ist recht für den Spieler. Ja. Ich muss irgendwie dazu bringen, dass es Tag wird. Ihr werdet wahrscheinlich jetzt einen Cut sehen. Und wir sehen uns, bis es Tag wird. Oder ich es in die Höhle geschafft habe. Bis gleich. So, Leute. Ich habe es hier geschafft. Ich bin in der Höhle. Wahrscheinlich nicht für lange, aber darüber lässt sich streiten. Runter, runter, runter. Dann dürfte ich bis mal hier rüber. Und hopp. Hier eine Weile lang runter. Falls ihr euch fragt, was ich gerade mache, ist es einfach nur, damit ich das nächste Mal nicht nochmal bauen muss. Und ich einfach nur keinen Fallschaden bekomme. Hoffentlich funktioniert es so, wie ich es mir gedacht habe. Platz. Am besten vorsorgen, weil ich weiß, dass ich wieder sterben werde. Oh, ich habe Heilpotion bekommen, oder? Perfekt. Die kann man sogar noch am Anfang gut gebrauchen. Später sind das richtige schlechte Tränke, die man für nichts gebrauchen kann. Aber jetzt ist es noch echt praktisch. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Nein, nein. 50 HP Schaden machen die. Verarschen kann ich mich davon selber. Ich ertrinke gleich. Ja. Jetzt weiß ich, dass die Höhle eine Sackgasse ist. Jetzt weiß ich. Ich hätte es gerne vorher gewusst. Ich liebe Fortnite. Terraria. Immer toll. Ist recht am Anfang. Na dann, seht ihr wieder einen Cut, bis ich in der Höhle bin. Oder ihr seht sogar, glaube ich, einen Cut, bis irgendwas Spannendes passiert. Wenn es ehrlich ist, wird sowieso nichts vieles passieren. Das dauert noch eine Weile. Bis irgendwas Spannendes passiert. Dann, bis gleich. So Leute, ich habe mir was anderes überlegt. Ich wollte vielleicht mir erstmal ein besseres Schwert machen. Indem ich hier, dann müsste es hier irgendwo sein, perfekt. Der Ofen, den Schildenofen.
Da würde er mich mir mal ein bisschen verbleiben. Leider nur 3, dann kann ich nicht viel anfangen. Aber mit den Kupferbarren. Okay. Boah, das Kupferbarren. Sehr viel den Scheiß. Zu wenig. Ich hätte mehr erwartet, um echt zu sein. Könnte ich mir dadurch vielleicht ein Kupferlangschwert machen? Zufällig. Nein. Oder? Nein. Ah, oh, nein, jetzt toll. Alles umsonst. Zack, zack, zack. Oh, danke, du Gehen. Jetzt bin ich aus dem Rhythmus raus, dann dir. Mistkerl. Was soll's? Nur gefühlt 100 Schaden bekommen, aber perfekt. Wieder geheilt. Na dann, zurück in die Hölle. Na gut, wir gehen nicht in die Hölle. Das kommt erst später. Oh, das Schlimmste ist, es gibt wirklich eine Hölle, falls jemand Terraria nicht kennt. Was ich bezweifle. Aber wer weiß, es gibt immer einen neuen Kanal. Nee, nee. Oh mein Gott, ich bring mich um. Warum will mich alles in dieser Welt umbringen? Das fragt mich nur. Warum? Ich habe ihm doch nichts getan. Nein, das ist Schnee. Oh fuck, ich bin so tot. Los, lauf, lauf, lauf. Schneller, schneller. Ja. Geschafft. Nur leider geht mir auch die Fackeln aus. Das liegt am Glibber. Glibber, normalerweise gehen mir nie die Fackeln, also schon manchmal. Aber meistens habe ich so ein Leuchtepad um mich herum, das Flu-Teil. Das leuchtet nämlich ziemlich gut. Kann man gut brauchen. Das Problem ist, das Gegner ist Skeleton Dungeon. Und Skeleton Dungeon komme ich erst, wenn ich den Skeleton besiegt habe. Aber da kriege ich das Teil dann immer noch nicht, weil ich erst dafür ins Expert Mode muss. Und dass dieser komische im Blablabla, ich glaube, wenn Paladin kommt, kann ich das Teil bekommen. Früher auch wieder nicht. Das heißt, bis ihr was sehen könnt, bis ich was sehen kann, ohne Fackeln zu verwenden, dauert das noch eine Weile. Oh, fuck you, du Scheißschleim. Oh mein Gott. Das war verdammt knapp. Oh. 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 Double Hit. Combo. Ja. Als ob er nicht tot ist. Oh, hallo. Erstens, weil ich ein paar Fackeln. Ich muss mich also an die gewöhnen, dass ich damit Rechtsklick das kriegen kann. Ach ja, stimmt, ich muss das jetzt auch noch machen. Strange. Was jetzt? Dann wollen wir wieder runterfahren. Dann seht ihr wieder eine Timelapse. Bis gleich. No, I can't stand the pain. How could this happen to me? Ja. Na, jetzt. Ich verzweifle, Leute. Ich glaube, was könnte ich denn noch machen? Ich könnte vielleicht ein bisschen mehr Kupfer fahren, aber das bringt auch nicht viel. Ich bräuchte halt dieses Schwert. Und gefühlt finde ich keine geeignete Höhle. Also Leute, vielleicht könnt ihr mir mal ein paar Tipps. Ich weiß nicht mehr, wie ich am Anfang habe ich halt immer dieses Schwert gefunden. Das ist halt so viel verdammte Arbeit.
Kümmer du dich drum, Guide. Au, 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 du scheiß Auge, ich hab nur noch 6 HP. Easy outplayed. Hilfe, 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 Hilfe. Oh! Ich hab nicht damit gerechnet, dass er auf einmal so hoch springt. Damit habe ich nicht gerechnet. Es ist lächerlich. Ich glaube, bis ich... Vielleicht sollte ich mir eine kleine Base bauen, bis es Tag wird. Sicher. Oh, geil. Warum bist du rausgegangen? Ich hätte dich geil. Yo. Komm rein. Geil, du Vollpfosten. Komm doch rein. Weil ich... Komm rein, komm rein, ja, ja, okay, nein, Zombie. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst von dem Guide? Ist das dein fucking Ernst, Guide? Ist das dein fucking Ernst? Ich hoffe, ich spawn da drin. Wenn nicht. Muss ich dich auch noch retten. So ein Glückspilz, geil, dass ich so nett zu dir bin. Wo du der Schlimmste von den allen bist. Ich kann man gar nicht gebrauchen. Du bist der schlechteste Händler. Wortwörtlich der schlechteste. Ich wollte jetzt erstmal ein gepflegtes Haus. Zwar verdammt hässlich, aber es soll. Erstens brauche ich ein bisschen. So. Dann wird hier hochgebaut. Und hier erstmal ein schönes Haus gebaut. Das ist der einzige Erfolg, den wir heute in dieser Folge geschafft haben. Wir haben ein Haus gebaut, das keinen Hintergrund hat. Nein, ganz toll. Und ich habe meinen eigenen Garten. Na, ganz toll. Eine schöne Folge. Sehr schön. Hat mich sehr erfreut. Ich bräuchte eine Hintergrundplatte. Ja, das ist das schönste Haus, das ich je gebaut habe. Jawohl. So ein schönes Haus habt ihr wohl noch nie gesehen, oder? Und ja, ich meine es ironisch. Und langsam geht mir auch das Holz aus. Na, ganz toll. Das ist hier ganz toll. Das ist echt prickelnd. So, jetzt kommt noch eine Tür. Stuhl. Tisch. Und wo ist die Tür? Hallo. Erstens. Mana-Kristall. Zweitens. Ah, da ist die Tür. Perfekt. Das ist die, die ich gesehen habe.
Wahrscheinlich findet ihr mich deswegen in die Kommentare. Aber egal, ich habe sie gefunden. Das ist die Hauptsache. Da kann sie einziehen. Oh, das wird jetzt ganz witzig. Oh, du bist so ein Vollpfosten, geil. Jetzt kann ich dir nicht helfen. Ganz ehrlich. So einen Vollpfosten habe ich schon seit langem nicht mehr erlebt. Da bist du selber schuld. So. Bist du selber schuld, geil. Da kann ich dir nicht helfen. Ganz ehrlich. Da bist du selber schuld. Kannst du ja selbst ausbaden. Was für ein Vollidiot. Er geht raus. Da kann ich dir nicht helfen. Tut mir leid, Leute. Ist er selber schuld. Dann mache ich noch den Hammer. Also ich frag wofür. Oh Gott. Oh, danke. Der Sternstück noch. Die muss ich auch noch farmen, aber das ist ja noch das leichteste. Holzwand. Oh, ist das nicht schön. Boah. Das Beste aus. Hier gebaut habe. Das Schlimmste ist, ein besseres Haus habe ich noch nie in Terraria gebaut. Komm rein jetzt gleich. Na, geht doch. Kein Kommentar. Geil, das ist so ein Vollpfosten, am liebsten würde ich ihn umbringen. Aber obwohl er eigentlich nichts bringt. Ja, bringt mich nichts. Das ist eigentlich schon eingezogen. Perfekt. Ist bereits belegt. Okay, geil. Hier hast du dein Haus. Und ich will dich nicht raus. Dann würde ich sagen, was das mit der ersten Folge Terraria. Morgen machen wir vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht. Ein Stream. Ein schön gepflegter Terraria-Stream, wo wir dieses verdammte Schwert suchen. Bis wann? Bis wann? Weiß ich nicht. Vielleicht wird der Stream auch so lange gehen, bis ich dieses Schwert habe. Also vielleicht auch 24 Stunden. Was ich bezweifle. Aber dann würde ich sagen, war's das mit der Folge. Und wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.